Pusteblume. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Siebenschläfer. Ja, der heißt so, weil er nämlich 7 Monate im Jahr schläft. Na, eigentlich 8 Monate. Also eigentlich müsste er 8 Schläfer heißen. Ja, und das ist hier also ein sehr junger Siebenschläfer noch. Und das Schlimme ist, er hat keine Eltern mehr. Ich habe ihn heute unter einem Baum gefunden. Er war ganz allein. Da habe ich ihn mitgenommen. Und hier ist er und ich muss was für ihn tun. Ich muss ihm helfen. Denn er ist ja noch ein sehr, sehr junger Siebenschläfer. Ein erwachsener Siebenschläfer, der ist mindestens so groß. Es ist ein Junger. Und ein erwachsener Siebenschläfer, der sieht so aus. Moment, ich habe ihn noch hier. Er muss da drin sein. Ich habe ihn hier irgendwo. Ja, da ist er schon. Er, der Siebenschläfer. Der Siebenschläfer ist ein Nachttier. Ja, das sieht man. Er hat große, schwarze Augen. Die braucht er bei Nacht, um gut sehen zu können. Das kann man bei dem Kleinen vielleicht auch schon sehen. Er lebt auf Bäumen. Ja, der lange Schwanz, der lange buschige Schwanz. Und außerdem kann er sich mit dem Schwanz natürlich, wenn er so lange schläft, im Winter gut zudecken. Er lebt auf Bäumen und er ernährt sich von, hier, Beerenobst, Eicheln, jungen Vögeln und Kernobst. Tja, das kann ich ihm alles noch nicht bieten, weil er das noch nicht fressen kann. Er kann Obst und Nüsse wird er auffressen. Das kann er alles noch nicht beißen. Er muss was anderes kriegen. Ich muss ihm etwas anderes geben. Nun ist es ja ein Säugetier. Er wird Milch trinken, wie die anderen jungen Tiere. Ja, er hat getrunken. Na, bist schon satt? Na, komm, noch ein bisschen. Ja, ich weiß, das ist lange nicht so schön wie zu Hause. Bei den Eltern, ja, ich glaube, er hat schon genug. Ich werde es nachher nochmal probieren. Komm, setzen wir ihn wieder rein. Er ist ja sicher auch sehr aufgeregt. So. Jo. Ja, nun geh mal schlafen. Na, noch nicht 8 Monate, aber so. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich ihn werde hochpäppeln können. Das ist sicherlich nicht so einfach. Aber ich glaube, das wird gehen. Ich muss ihm halt die Eltern ersetzen. Wisst ihr, dass es Tiere gibt, die nicht von ihren Eltern großgezogen werden und auch nicht von Menschen, sondern die von Anfang an ganz alleine klarkommen müssen, ganz selbstständig? Ja, der zum Beispiel, der Frosch. Da sitzen die Eltern im Wasser und machen Hochzeitsmusik. Und es würde ihnen nicht im Traum einfallen, sich um ihre Kinder zu kümmern oder um ihre Eier. Da sind sie. Das sind Froscheier. Im flachen Uferwasser. Schauen wir doch mal zu, was jetzt passiert. Da geht's schon los. Die kleinen Frösche bewegen sich, werden immer größer und wollen raus. Das dauert in Wirklichkeit ein paar Tage. Wir zeigen's nur schneller. Da, jetzt verlassen sie ihre Eier und schwimmen herum. Und wie sehen sie jetzt aus? Sehen wir doch mal nach. So. Sieht ja nicht sehr nach kleinen Fröschen aus. Eher nach kleinen Fischen. Aber wollen wir wetten? Da werden noch Frösche draus. Jetzt sind's noch Kaulquappen. Nur keiner kümmert sich um die Kleinen. Keiner füttert sie. Und nur unter Wasser finden sie was zu fressen. Naja, und im Wasser brauchen sie keine Beine. Die kriegen sie noch. Da, jetzt haben sie Beine. Und den Schwanz haben sie auch noch. Beides brauchen sie aber nicht. Also, weg mit dem Schwanz. Die Beine alleine genügen. Irgendwann wird der Schwanz abfallen. Das tut überhaupt nicht weh. Und dann sieht er schon aus wie ein richtiger Frosch. Kann auch schon schwimmen. Und seine Mutter weiß überhaupt nichts davon. Ja, aus Kaulquappen werden Frösche. Und Frösche finden ihr Futter sofort allein. Aber nicht diese Siebenschläfer. Die müssen noch gefüttert werden, ein bisschen. Denn
Siebenschläfer sind dem Menschen ein bisschen ähnlicher. Und ein Baby kann man ja auch nicht gleich einkaufen schicken, nicht? Also muss ich meine Siebenschläfer schon noch füttern. Und zwar auch wieder mit verdünnter Milch. Aber jetzt sind sie ja schon etwas gewachsen und brauchen die Flasche nicht mehr. Dann mache ich es hier mit so einem Deckelchen. Na komm. Ja, das hat er schon gelernt. Das Deckelchen kennt er. Aber Himbeeren kennt er noch nicht. Und die muss er kennenlernen. Da, schon gefunden. Und er mag sie. Er weiß eben schon, was gut für ihn ist. Ob ich ihm mal eine Nuss gebe? Ne? Nö, will er noch nicht. Damit muss ich ihn später füttern. Viele Vögel werden auch sehr lange von ihren Eltern gefüttert, bis sie selbstständig geworden sind und bis sie selbst ihr Futter suchen können. Na, und dann können sie auch schon fliegen. Na, die hier können noch nicht fliegen. Das sind kleine Schwalben. Die können nur ihren Schnabel aufreißen und das tun sie dauernd. Denn dann gibt's was zu essen. Das tun sie auch noch später, wenn sie groß sind und schon fliegen können. Und es klappt immer. Hier ist noch eine Vogelkinderstube. Da vorne, auf dem Schornstein. Vater Storch macht gerade vor, wie man richtig isst. Also, man nimmt einen Fisch, dreht ihn im Schnabel und schluckt ihn runter. Kapiert? Ja. Man nimmt einen Fisch, dreht ihn im Schnabel und schluckt ihn runter. Naja, schon ganz gut. Ich zeig's nochmal. Man nimmt einen Fisch, dreht ihn im Schnabel und schluckt ihn runter. Alles klar? Gut, dann üben wir nochmal zusammen. Aber nicht drängeln. Erinnert ihr euch an den kleinen Siebenschläfer, den ich aufziehen muss? Da ist er. Und wer hätte gedacht, dass ein Siebenschläfer so munter ist wie dieser hier? So munter möchte ich mal sein. Und gewachsen ist er. Ich zeige ihn euch mal. Komm mal her, mein Kleiner. Jo. Da ist er. Jo. Nicht? Ist er nicht schön groß schon? Und besonders der Schwanz, der schöne buschige Schwanz hier. Den braucht er hier später auf den Bäumen, wenn er von Ast zu Ast springt. Dann benutzt er den Schwanz, um Gleichgewicht zu halten, wie eine Balancierstange. Und jetzt braucht er Bewegung, viel Bewegung und Auslauf. Und dafür war dieser Kasten einfach zu klein. Er wird heute nämlich umziehen. Ja, nun komm mal her, mein Kleiner. Ja, nun komm, komm, komm. Du kriegst doch ein schönes, großes, neues Haus. Da schau. So, viel Spaß in deinem neuen Haus. Ja, diesen Riesenkasten hier. Den habe ich mir besorgt von einem Freund, der ist ein bisschen groß, ja. Ich komme jetzt nicht mehr an meinen Schreibtisch ran, aber na, was soll's? Hauptsache, er fühlt sich wohl. Ja, und er scheint sich wohl zu fühlen. Heute ist auch ein großer Tag für ihn, denn er ist jetzt langsam groß genug. Er soll zum ersten Mal eine Haselnuss fressen. Da vorne habe ich ihm welche hingelegt. Ja, ich glaube, er findet sie auch schon. Er weiß es schon, und das von seiner Geburt an, das muss ich ihm nicht sagen, dass in der Nuss was zu essen drin ist. Nur er wird vielleicht Schwierigkeiten haben, ranzukommen. Das wird er erst lernen müssen. Warm, warm, heiß, bist schon ganz nah dran. Da vorne liegen die Nüsse. Na bitte, er kann's. Ich hab's gewusst. Er hat wieder was gelernt. Für später. Na, der hat sich doch prächtig entwickelt, ne? Und er kann schon eine Menge. Naja, so viel muss er ja auch nicht können. Der sucht sich seine Nahrung selbst hier. Und die Nahrung, das sind Nüsse. Und die Nüsse laufen ihm ja nicht weg. Da gibt es nämlich auch noch andere Tiere, zum Beispiel Raubtiere. Und Raubtiere jagen ja ihre Beutetiere. Also müssen sie eine ganze Menge mehr können. Also müssen sie auch mehr lernen. Zum Beispiel kleine Katzen.
Na, die hier haben noch nicht viel gelernt. Die haben auch noch nie was gesehen. Warum? Weil sie ihre Augen noch nicht aufgemacht haben. Hier, noch fest zugekniffen die Augen. Sehen kommt erst später. Ich bin hier auf einem Bauernhof. Und das hier ist eine ziemlich unaufgeräumte Ecke in einer uralten Scheune. Aber es ist nicht nur eine Scheune, es ist auch eine Katzenkinderstube. Ja. Na, nicht jede Katze hat es so vornehm und so bequem wie die Katze vorhin mit Körbchen und so. Nee. Eine Katze, die beispielsweise hier wohnt, auf dem Bauernhof, die muss sich eben zum Kinderkriegen eine ruhige, kuschelige Stelle selber suchen. Ne? Und die Katze, die hier wohnt, die kenne ich. Und die kennt auch mich. Und deshalb hatte sie nichts dagegen, dass ich ihr eines Tages mal gefolgt bin. Na, nun weiß ich, wo sie ihre Jungen hat. Kommt mal mit. Da sind sie ja. Aber leise. Ja, wir wollen ja nicht stören. Die sieht uns gar nicht. Da kommt die Mutter. Alles in Ordnung? Ja. Ich glaube, jetzt ist Frühstückszeit für die Kleinen. Ja, jetzt gibt's Milch. Katzenmilch, natürlich. Und Katzenmilch ist das Beste für kleine Katzen. Ist das nicht ungeheuer praktisch, dass die Mutter die richtige Milch immer dabei hat? Und was kommt jetzt? Aha, das Waschen. Alles mit der Zunge. Geht doch prima so. Das hier sind dieselben Kätzchen, aber ein paar Tage später. Und seht mal, die Augen sind offen. Na ja, jetzt könnte man doch eigentlich nach draußen und sich umsehen. Genau. Ein paar Tage später, der erste Spaziergang. Und Mutter gibt die erste Unterrichtsstunde. Wie bewegt man sich im Freien? Wie kommt man zum Beispiel von da oben runter? Na? Gut. Da ist ja noch einer oben. Immer noch. Na, nur Mut. Mutter tut so, als ob sie das gar nichts angeht. Er muss das lernen. Wartet doch. Na, jetzt aber. Na bitte. Er hat's geschafft. Und Mutter hat natürlich gewartet. Das Gras ist so hoch. Macht doch nichts. Das muss man eben üben. Nächste Lektion, anschleichen. Geh du vor. Nee. Nee, du. Ich weiß nicht. Na los.
Nee, ich will nicht. Oder doch? Hm. Einer muss aber. Nee. Und was jetzt? So trinkt man aus einem Napf. Hm. Nee, ist nicht interessant. Oder sollte man das mal probieren? Nö, lieber raufen. Das muss auch geübt werden. Wie man sich schnell bewegt, wie man wegspringt, wie man die Pfoten benutzt. Ja, wer das nicht lernt, kann später keine Mäuse fangen. Du solltest das auch üben. Na bitte, raufen macht durstig. Na, und du? Am schönsten spielt sich's mit Mutter. Das macht Spaß. Und da lernt man was. Mutters Schwanz ist eine Maus. Da solltest du auch mitmachen. Na gut, wenn der müde ist. Und der auch. Dann versuche ich's auch mal. Na bitte, Nachhilfestunden für den kleinen Schwarzen. Geht schon ganz gut. Und jetzt die Attraktion des Tages. Eine echte Maus. Mutter macht's vor. Anschleichen, genau beobachten. Schau zu, Kinder. Und drauf. Die Maus lebt noch. Die muss nämlich leider noch mal weglaufen. Na, nun kommt mal her. Jetzt seid ihr dran. Da läuft die Maus und hat Angst davor. Na sowas. Na los, ran. Nö. Na los, fürchtet ihr euch vor Mäusen? Ha, der Schwarze, der sonst immer Angst hatte. Anschleichen und? Hat sie. Naja, er hat eben immer gut zugeschaut und gelernt. Heute ist ein großer Tag. Für mich und für meinen Siebenschläfer. Der ist nämlich inzwischen groß genug geworden. Da? Und ich finde, er hat auch genug gelernt für das Leben in der freien Natur draußen. Na komm. Und deshalb bringe ich ihn jetzt zurück in den Garten. Tja, ich muss ihn sogar in den Garten zurückbringen, denn ein Siebenschläfer, der ist nun mal kein Haustier. Na komm, der würde sich bei mir überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Übrigens, habt ihr gesehen, wie dick der geworden ist? Das viele Fett, was er sich da angefressen hat, das braucht er jetzt auch. Denn er muss ja jetzt 8 Monate lang schlafen. Und dabei kann er sich natürlich keine Nahrung suchen, nicht? So, nun komm, jetzt geht's in den Garten. Da, so. Ja. Türchen zu. So, und dann hinaus in die Natur. Wir müssen ihm ja noch eine Baumhöhle suchen, als Schlafzimmer.
So, mein Kleiner. Nun komm. Jetzt geht's auf in die Freiheit. Nun komm. Na, willst du nicht in deinen Garten? Willst du nicht zurück auf deinen Baum? Ja, komm. Ja, komm. So. Schau mal, ein Baum. Von hier aus kannst du weiter eine schöne Höhle suchen. Ja. So. Lass es dir gut gehen. Hm? Such dir ein schönes Schlafzimmer. Tschüss. Tja, ich finde, ein Siebenschläfer sollte da leben, wo auch die anderen Siebenschläfer leben. Aber da fällt mir noch eine Geschichte ein von einem Huhn. Und die will ich euch zum Schluss noch erzählen. Es war einmal eine kleine Henne, die lebte mit 500 anderen kleinen Hennen in einem riesengroßen Stall. In dem Stall waren 500 Käfige und in einem davon steckte sie. Der Käfig war aus Draht und winzig klein und sie konnte nicht darin herumlaufen. Aber sie bekam viel Futter und sie legte jeden Tag ein Ei. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Manchmal wurde es ihr langweilig. Dann zupfte sie an ihren Federn herum und wurde an manchen Stellen ganz nackt. Sie führte ein elendes Leben, aber sie kannte nichts anderes. Eines Tages kam ein Mann in den Stall. Er hatte einen großen Korb in der Hand und die Bauersfrau dachte schon, 100 Eier nimmt der mindestens. Aber der Mann sagte, ich möchte bitte diese kleine Henne kaufen. Er bezahlte 4,15 Mark, steckte die kleine Henne in den Korb und fuhr mit ihr nach Hause. Hatte die kleine Henne Angst. Jetzt ist alles aus, dachte sie. Als der Mann nach Hause kam, trug er den Korb in den Garten. Das war ein schöner Garten. Blumen blühten und die Sonne schien. Aber die kleine Henne hätte am liebsten geheult, denn die Sonne stach ihr in die Augen und das Gras kitzelte sie. Außerdem musste sie jetzt dringend ein Ei legen und weil sie es nicht länger hinausschieben konnte, setzte sie sich mitten auf den Rasen und fertig. Dann stand sie auf und ging steifbeinig ihren Käfig suchen. In diesem Augenblick kam ein Spatz geflogen. Die kleine Henne hopste erschrocken zur Seite. Das gefiel dem Spatz und er pickte gleich drauf los. Dann pickte sie mit und auf einmal erwischte sie ihren ersten Regenwurm. Er war dick und ließ sich ziehen wie ein Gummiband und weil er überhaupt kein Ende nahm, ließ sie ihn vor Schreck gleich wieder los. Die kleine Henne scharrte. Linkes Bein, rechtes Bein. Da, eine Schnecke. Die entwischte ihr nicht. Zum Schlafen bekam die Henne einen hübschen Stall. Aber in der ersten Nacht schlief sie schlecht. Sie wusste noch nicht, wie gut es sich alleine träumen ließ. In der zweiten Nacht schlief sie schon etwas besser. Und in der dritten Nacht war ihr so, als ob sie für immer hier bleiben könnte. Am vierten Tag fand sie ohne weiteres ihre Futterschüssel und das Nest mit Stroh zum Eierlegen. Am fünften Tag kam ein Gewitter. Beim ersten Donnerschlag verkroch sie sich unter den Fliederbüschen. Und dann kam der Blitz. Sie flatterte los und fiel vor Angst in einen Wassertrog. Zum Glück holte der Mann sie in die Küche, trocknete sie ab und die kleine Henne steckte ihren Kopf unter seinen Arm, bis es draußen wieder still geworden war. Danach lebte sie sich sehr gut ein. Sie erschrak nicht mehr vor Schmetterlingen, konnte Meisen, Amseln und Rotkehlchen voneinander unterscheiden und sehr gut Maulwurfshaufen auseinanderscharen.
In der Küche guckte sie beim Kartoffelschälen zu und beim Schuheputzen. Und immer lief sie hinter dem Mann her. Ging mit ihm zum Komposthaufen und zur Sommerlaube. Einmal hackte sie ihn in die kleine Zehe, aus Versehen natürlich, denn sie hatte den Zeh mit einem Engerling verwechselt. Da schimpfte der Mann nicht, er lachte und sagte, du Frechdachs, du. Zu allem, was der kleinen Henne gefiel, sagte sie, für mich brauchst du nicht jeden Tag ein Ei zu legen, sagte der Mann, du bist raus aus dem Käfig, mach dir ein schönes Leben. Das gefiel der kleinen Henne sehr und vor Freude machte sie. Eines Nachmittags kam der Mann wieder mit dem Korb in den Garten und hob einen kleinen Hahn heraus. Hatte der Angst. Oh Gott, er stand da wie aus Holz und zog den Hals ein. Na, du, gockerte die kleine Henne leise, kommst du auch aus dem Drahtkäfig? Dann trippelte sie ein Stück von ihm fort. Und als er ihr vorsichtig hinterherlief, zeigte sie ihm den ganzen Garten. Die Fliederbüsche, die Johannisbeersträucher, die Sommerlaube und den Komposthaufen. Dann ging sie mit ihm in die Küche. Dem kleinen Hahn gefiel das neue Leben, aber am besten gefiel ihm die kleine Henne. Es dauerte nicht lange und da setzte sich die kleine Henne auf 6 Eier und war nicht wieder herunterzukriegen. Der kleine Hahn stand vor dem Nest. Was soll das? Fragte er. Großes Geheimnis, antwortete die kleine Henne. Kannst du dich nicht beeilen? Sagte der kleine Hahn. Mir ist langweilig. Mir auch, antwortete die kleine Henne. Was soll ich denn sagen? Ich sitze hier fest. Nach 3 Wochen aber plusterte sie sich, stieg vom Nest und führte 6 Küken in den Garten. Nein, sowas, sagte der kleine Hahn, gleich 6 auf einmal. Wird das ein unruhiges Leben? Da hast du recht, sagte die kleine Henne. Aber vergiss nicht, wir können den ganzen Tag im Freien rumspazieren. Ja, das war also die Geschichte vom Huhn. Heute haben wir ja allerlei gesehen, wie ich meine 7 Schläfer großgezogen habe. Und wir haben gesehen, junge Katzen, junge Frösche, junge Vögel. Das ist eine ganze Menge. Ich finde, das ist genug für heute. Ihr seid ja auch noch jung und man sollte gar nicht so viel Fernsehen. Wir sehen uns ja nächste Woche wieder und jetzt schalten wir aus. Na? Na, schaltet aus? Ist aus für heute. Nächste Woche. Ihr habt ja immer noch nicht ausgeschaltet. Ja, aber jetzt. Ne? Da ist der Knopf. Ja, ne? Immer noch nicht. Hm? Naja, so lange kann ich nicht warten. Ich muss weg. Also dann, bis nächste Woche. Pusteblume. Hm?